Okay, guten Morgen. Willkommen zu meinem Vortrag über die Datenintegrität in der Pharmaindustrie. Wie ihr hier schon seht, ist dieses Zitat, was ich in den Fahrplan habe schreiben lassen, aus einem behördlichen Regierungsdokument. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder in einer Fokusgruppe für CCC-Veranstaltungen getestet oder so. Ich arbeite in dem Bereich ein bisschen und wollte dazu heute mal was erzählen. Aber vorher möchte ich noch kurz klarstellen, was dieser Vortrag ist und was er nicht ist. Zunächst mal, alle diese Sachen sind öffentlich in Dokumenten niedergelegt, in Empfehlungsdokumenten, die man einfach sich angucken kann. Ich arbeite jetzt... Oh, shit. Das ist natürlich interessant. Ich sehe hier zwei verschiedene Dinge. Gut, also der Vortrag ist aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt. Es sind keine Internas drin. Es ist auch nicht meine Hauptarbeit. Also ich arbeite im Bereich Laborautomation, da ist natürlich Datenschutz, Datenintegrität auch ein Teil davon, aber es gibt Experten dafür, die sich damit dediziert beschäftigen. Und es ist auch nicht Auftrag meines Arbeitgebers, dass ich das hier erzähle. Dementsprechend möchte ich aber auch weder ranten irgendwie über die Pharmaindustrie noch Werbung dafür machen, sondern einfach nüchtern mal was dazu erzählen, wie das so aussieht mit regulatorischen Dokumenten und Anforderungen, die gerade so an dieser Schnittstelle von Pharmazie und IT im Moment relevant sind. Ich möchte außerdem einen kleinen interaktiven Teil reinmachen und mal Ideen sammeln, vielleicht ein bisschen brainstormen, welche Software wir so kennen in dieser Szene, die vielleicht dafür nützlich sein könnte. Und es ist ein schmaler Grat wahrscheinlich. Ich möchte jetzt aber nicht dazu aufrufen, diese Software auch dafür anzupassen. Das, denke ich mal, könnte dann schon als Auftrag rausgegeben werden, wenn es gewünscht wird. Okay, und noch ein kleines Metathema, bevor wir anfangen. Beide diese Fachbereiche sind ja relativ abkürzungsaffin und da gibt es ein paar Doppelbelegungen leider. Also die APIs, die haben wir auch, aber die gehen bei uns unter die Haut und ins Blut. Das sind die Active Pharmaceutical Ingredients, also biochemisch gesehen die Wirkstoffe, die tatsächlich eine Reaktion im Körper auslösen. Oh, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Also CSV-Dateien, Comma-Separated Values gibt es relativ selten und auch dann meistens nicht schön, sondern CSV bedeutet eigentlich immer Computer System Validation, was ja der Nachweis ist, dass ein bestimmtes Computersystem die Anforderungen erfüllt und die Aufgaben korrekt durchführt. Und GMP habe ich gefunden, ist auf Wikipedia die GNU Multiple Precision Library oder so. Das habe ich in der Pharmaindustrie jetzt noch nicht gesehen, sondern damit ist eigentlich immer die Good Manufacturing Practice gemeint. Und damit steigen wir ins Thema ein. GMP oder auf Deutsch die gute Herstellungspraxis ist ein Bündel von Richtlinien für die Qualitätssicherung in der Produktion von Arzneimitteln, Kosmetika und Lebensmitteln. Also alles, was man auf oder in den Körper reintut, wird in irgendeiner Weise nach solchen Herstellungsrichtlinien hergestellt. Man findet das auch mit der Abkürzung noch Current davor. Also diese Richtlinien entwickeln sich weiter und passen sich dem Stand der Technik an. Und speziell eben für Produktionsstraßen und so, die Industrie ist da ja auch relativ weit schon mit der Automatisierung, gibt es eben auch die Automated-Variante dieser Richtlinien. Und neben dem Manufacturing gibt es natürlich auch klinische Arbeiten, Laborarbeiten, Dokumentation und alles Mögliche. Also man findet auch einfach GXP für Anything Good Practice. Oh, nein, falsche Richtung. Okay, wie ist es dazu gekommen? Also früher im Wilden Westen der USA wurden Medikamente noch einfach angemeldet, dann gab es eine gewisse Wartezeit und die Food and Drug Administration hat dann das Recht gehabt, Einspruch zu erheben, aber wenn sie nichts getan hat, wurden sie automatisch zugelassen für den Markt. Also Code is Law im besten Sinne des Wortes hier. Dann kam es jedoch Ende der 90er Jahre, Anfang der 60er Jahre zu dem Thalidomid-Skandal oder Contergan war in Deutschland der Handelsname. Und der ist in die USA nicht so komplett rübergeschwappt. Normalerweise ist es ja andersrum, dass irgendwie problematische Dinge von Westen nach Osten rüberschwappen. Aber in den USA hat eine damals neu eingestellte Prüferin in der FDA eben nicht einfach das durchgehen lassen, sondern sie hat vom Hersteller mehr Daten über die Sicherheit dieses Medikaments gefordert, weitere Studien und so weiter. Und hat dadurch den Marktstart so weit verzögert, dass aus den europäischen Ländern dann schon klar wurde, was das Problem mit diesem Medikament ist. Übrigens eine so eine Geschichte, Courage is Contagious, sollte man sich mal durchlesen, von der guten Frau Frances Oldham Kelsey. Im Zuge dieses Skandals wurden dann ein paar Gesetzesverschärfungen in den USA beschlossen, durch, ich weiß nicht, ob Kongress oder Repräsentantenhaus. Jedenfalls wurde quasi die Beweislast umgekehrt. Die Hersteller mussten jetzt anmelden, beweisen, dass die Werbeaussagen auch tatsächlich stimmten.
wissenschaftlich gesehen. Und sie mussten eben ja, zeigen, dass sie nach guten Qualitätsgrundsätzen produzieren, dass ihre Medikamente chemisch rein sind, wirksam und sicher. Und seitdem entwickeln sich diese GMP-Richtlinien beständig weiter. Wie gesagt, current, werden also dem Stand der Technik angepasst. Und jetzt möchte ich noch mal kurz einen Schritt zurücknehmen. Mir ist nämlich so aufgefallen bei der Recherche, dass viele dieser Prinzipien eigentlich genauso funktionieren wie ja, die Prinzipien des Open Science oder der Open Science. Ich weiß nicht, wer von euch an der Uni hier arbeitet, in der Biologie oder Chemie. Der einzige Unterschied ist hier nur, dass die ganzen Schlussfolgerungen und Daten und so nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden, sondern den Inspektoren der Inspektionsbehörden. Und zwar läuft bei der pharmazeutischen Produktion eigentlich alles darauf hinaus, dass dann so eine Charge, also so ein paar Paletten Medikament abgepackt, abgefüllt und so weiter werden und dann müssen sie freigegeben werden. Erst dadurch erhalten sie einen Marktwert und diese Freigabe ist im Prinzip eine wissenschaftliche Schlussfolgerung, basierend auf ja, ingenieurstechnische Expertise, wie man eben so eine Produktionsabläufe gestaltet, ja, wissenschaftlich validen Messverfahren, Datenauswertemethoden und alles Mögliche. Das muss eine Begutachtung standhalten, nur eben nicht durch Peer-Reviewer, die öffentlich irgendwie bekannt sind, sondern durch Auditoren, die wiederum allerdings auch öffentlich bekannt sind, aber die Daten und so werden natürlich nicht veröffentlicht, meistens. Und für all dies ist natürlich extrem wichtig, dass die Dokumentation von Arbeitsabläufen, Produktionsschritten und so weiter nachvollziehbar und vollständig ist. Und gerade heutzutage wird es natürlich auch immer mehr digitalisiert. Also viele Daten kommen nicht mehr aus einem kleinen Kassenzetteldrucker raus, sondern natürlich von ja, komplett digitalisierten Messgeräten. Und deswegen gibt es seit einigen Jahren den Fokus auf die sogenannte Datenintegrität oder Data Integrity auf Englisch. Ich habe mal ein bisschen unwissenschaftliche Google Trends zu Rate gezogen und mein Eindruck ist, die beiden Behörden, die ich da jetzt mal verglichen habe, sind die FDA, also die amerikanische Zulassungsbehörde und MHRA ist die britische Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Und auf mich macht das so ein bisschen den Eindruck, als ob das Thema eigentlich seit 2004, da hat Google Trends offenbar angefangen, bekannt ist, dann viele, viele Jahre vor sich hin blubbert und plötzlich jetzt in letzter Zeit sehr akut geworden ist. Und die Gründe dafür sind Probleme, die FDA gefunden hat. Schließt sich hoffentlich an den Security Nightmares Vortrag an in der Medizin hier vom ersten Tag. Auch wenn es, mal sehen, ob es Rauen durch die Säle geht. Mal sehen. Was also die FDA gefunden hat, ist beispielsweise fehlende Zugangskontrollen. Also irgendwelche Leute konnten irgendwelche Daten einfach ändern, ohne dass Logins oder Passwörter abgefragt worden sind. Es war möglich, bei manchen Firmen einfach so lange zu testen, bis es passt und dann das Ergebnis zu dokumentieren. Und die ganzen Tests vorher wurden nicht zwangsläufig dokumentiert. Dann geteilte Passwörter und Lockerninformationen ist auch so ein Punkt, wofür Firmen verwarnt werden. Und die Möglichkeit, Rohdaten einfach zu löschen. Und kleiner Tipp, so ein Zettelchen am Bildschirm, bitte nicht löschen, reicht nicht aus. Noch vielleicht zu diesen Warning Letters, also ihr seht, die sind verlinkt dort. Das sind öffentliche Verwarnungen und die spricht dann die FDA aus, wenn zuvor bei der Inspektion irgendein Problem aufgetreten ist. Dann hat die Firma quasi eine Runde privaten Briefwechsel und kann vielleicht erklären, warum die Probleme doch nicht so schlimm sind oder welche Verbesserungsmaßnahmen sie anwenden werden. Wenn das aber nicht reicht, ist die zweite Runde des Briefwechsels halt einfach öffentlich. Und das ist dann so dieses Prinzip Eintreffen, 100 erziehen. Dann ist natürlich blöd für die eine Firma, die dann getroffen wird, aber die hatten halt auch vorher offenbar gravierende Probleme mit ihrem Zeug. Und die ganze Industrie guckt natürlich darauf, kann man sich immer informieren, was da gerade so rauskommt und lernt hoffentlich dann davon und stellt dann bei sich die ähnlichen Probleme vielleicht ab und verhindert, dass sie auch auftreten. Aus diesen Beobachtungen, so aus den letzten Jahren, ich glaube 2012 kam das erste Mal auf, dass speziell Verwarnungen wegen Datenintegrität verschickt worden sind, also wegen zu schlechter Datenintegrität. Und das Grundprinzip, was die FDA aufgestellt hat, eines der Grundprinzipien möchte ich jetzt kurz erklären, das wird als ALCOA abgekürzt, also ein ganz wichtiges Stichwort in dem Bereich. Und das steht für Attributable, also Datenveränderungen, Datenerstellungen, Löschungen, Freigaben müssen immer auf eine spezifische Person zugeordnet werden können. Deswegen auch Login und Passwort nicht teilen. Sie müssen immer lesbar sein und damit ist menschenlesbar gemeint. Also das kann auf der einen Seite heißen Mikrofilm ausdrucken, wenn ein Mikrofilm-Lesegerät immer zur Hand ist, kein Problem. Aber es kann auch heißen, irgendein altes Computersystem mit irgendeiner alten Auswertesoftware mit obskuren Datenformaten einfach noch so lange am Laufen halten, wie halt die Archivierungsfristen
für die Daten bestehen. Das ist dann ungefähr wie bei der Steuer, 10 Jahre, 30 Jahre, alles Mögliche. Contemporaneously recorded bedeutet, dass alle dokumentationspflichtigen Arbeiten auch zeitnah dokumentiert werden. Das kann dann in der Praxis bedeuten, dass entweder eine zweite Person daneben steht und mitschreibt, während die erste Person einfach arbeitet, oder dass eine Person immer einen Schritt arbeitet, einen Schritt dokumentiert. Und im Prinzip kann man sagen, es ist genauso viel Arbeit, jeden Teil davon zu machen, so über den Daumen gepeilt. Original oder True Copy, das ist jetzt eine sehr interessante und auch kopfschmerzenbereitende Anforderung, wenn man sich da mal überlegt, dass so ein Messgerät mit einem digitalen Sensor, mit einem Computer schon eingebaut, mit einer Netzwerkschnittstelle vielleicht und einem zentralen Auswerteserver, dann ja, wo sind dort die Daten im Original vorhanden, wie korrekt sind die Kopien? Habe ich auch keine Antwort drauf, aber das ist so ein Punkt, über den sich Leute Gedanken machen in dem Bereich. Und naja, dass die Daten akkurat und korrekt sind, ist hoffentlich selbstverständlich. Warum das Ganze? Ich hatte ja eben gesagt, es ist im Prinzip die Entscheidungsgrundlage für die Chargenfreigabe. Also wie bei einem Laborjournal, was man so im Labor führt, muss es eben nachvollziehbar sein, welche Messwerte zu welchen Entscheidungen geführt haben. Und man möchte natürlich, wenn mal was schief geht, nachvollziehen können. Wurde vielleicht bei der Produktion irgendein Fehler übersehen, in der Qualitätskontrolle eine Verunreinigung übersehen? Kann alles passieren. Anfang des Jahres beispielsweise in Rennes gab es ja so einen Problemfall bei einer klinischen Studie. Da ist zum Beispiel der Abschlussbericht zu dem Ergebnis gekommen, dass eben keine Probleme während der Produktion vorlagen, basierend auf den Daten, die hoffentlich korrekt waren und die sie einsehen konnten. Und wir sind da in der pharmazeutischen Industrie, würde ich auch sagen, ungefähr da, wo viele andere Industrien auch sind, dass der menschliche Faktor die meisten Fehler erzeugt, nicht durch schlechte Arbeit, sondern einfach, dass Medikamente sehr unerwartete Nebenwirkungen haben innerhalb einem sehr komplexen biologischen System. Aber technisch gesehen sind, glaube ich, immer weniger Probleme in Studien auf Versäumnisse oder technische Probleme zurückzuführen. Jetzt geht's weiter. Genau, und dann steigen wir jetzt mal ein bisschen detailliert ein in die Anforderungen, die es da so gibt von den Behörden. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen auf die interaktive Komponente hinleiten. Also wenn ihr euch vielleicht Gedanken machen möchtet, welche Software ihr so kennt, die das schon abdeckt, würde mich freuen, wenn ihr dann nachher mal ein bisschen was reinrufen könntet. Zunächst mal in der EU, also ihr seht ja schon, es geht bei diesen Dokumenten einfach immer um die Systeme, um die Computersysteme. Wir haben außerdem diesen Validierungspunkt wieder dabei. Und gerade in der EU geht es oft um Risiko. Und damit ist gemeint, dass die Daten einem Risiko unterliegen, entweder gezielt, egal ob jetzt böswillig oder mit krimineller Energie, oder einfach aus Versehen irgendwie verändert, was angehängt oder gelöscht werden können. Das ist also das Risiko, was hier betrachtet werden muss. Hier links seht ihr Impact on Product. Damit ist eben gemeint, dass alle Maßnahmen dahingehend überprüft werden müssen, welche Auswirkungen sie auf das Produkt haben. Noch so ein paar andere Sachen, aber gehen wir weiter zu den Briten. Bei denen, wenig überraschend würde ich sagen, ist Metadata Retention ein Thema, wie ihr da links in dem Orangen seht. Und damit ist gemeint, dass alle Rohdaten, alle Metadaten, der Audit Trail insgesamt, was nochmal so ein anderer Satz Metadaten ist, erkläre ich nachher noch, und natürlich auch die Auswerteergebnisse und sogar die Konfigurationssettings von irgendeinem System müssen mitgespeichert werden. Und auch, es muss jederzeit möglich sein, irgendwie zurückzukonstruieren. Also welchen Zustand hatte ein System zu einem gewissen Zeitpunkt, welche Ergebnisse lagen bis dahin vor, welche Auswertungen waren schon gemacht, welche noch nicht. All das soll ja gespeichert werden, also ein Full Take, wie die Briten so schön sagen. Und all das muss auch reviewed werden, also im Zuge, oder soll, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie festgelegt diese Regulatorien sind. Manches davon sind tatsächlich schon Gesetze, manches sind Empfehlungen, die jetzt im letzten Jahr gerade erst rausgekommen sind und auch noch in Konsultation befinden teilweise. Jedenfalls müssen bei der Chargenfreigabe dann auch alle diese Daten mit überprüft werden. Nicht nur die Ergebnisse eigentlich, die Schlussfolgerungen nach sich ziehen, sondern ein Metadatum könnte auch sein, war das Gerät kalibriert? War der Mitarbeiter, der das durchgeführt hat, geschult? Also was sind auch Metadaten? Und das wiederum muss auch dokumentiert werden, dass es getan wird. Und dann bei der FDA gibt es den interessanten Aspekt, dass sie sich elektronische Signaturen sehr zu Herzen nehmen und die werden im Prinzip gleichgesetzt mit handschriftlichen Signaturen. Da gibt es ein ganzes Kapitel Gesetze, die habe ich jetzt nicht alle gelesen, aber ich möchte jetzt auf den fast wichtigsten Punkt jetzt kommen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt überall schon Audit Trail als relativ wichtigen Punkt gesehen und das wird definiert als der chronologische Ablauf von wer hat was gemacht,
wann hat er es gemacht und mit welcher Begründung. Wurde irgendwas erstellt, geändert, gelöscht? Und damit sind wir dann beim interaktiven Teil, also hier so als Erinnerungsstichpunkte. Ruft einfach mal rein, was euch da so einfällt. Interessant, dann habe ich entweder komplett hier alle auf dem falschen Fuß erwischt oder ich denke in ganz komische Richtung. Kommt euch das bekannt vor? Also Git, verschiedene Git-Varianten, egal ob jetzt als Online-Systeme oder als Offline-Systeme. Ich bin jetzt nicht Programmiererin, ich habe so ein bisschen R-Skripte, Python-Skripte und so geschrieben an der Uni und habe darüber so vor ein paar Jahren den Einstieg in Versionskontrolle gefunden oder auch mal ein LaTeX-Dokument oder so. Und immer wenn ich so ein Regierungsdokument lese, dann klingelt es die ganze Zeit im Kopf. Und ich muss sagen, naja, das ist doch alles eingebaut hier. Also wir haben den Audit Trail, das ist ja die Commit History, und zwar nicht als irgendwie so separates Zusatzmodul noch hinten dran geklebt, sondern als Kernfeature. So, man kann sogar kryptografisch absichern, man kann einfach sich von der Software sagen lassen, ob sich irgendwas geändert hat in dem ja, aktuellen Ordner beispielsweise. Und es ist attributierbar zu bestimmten Personen, wenn die ihre Passwörter nicht rausgeben. Dann diesen ganzen Bereich irgendwie Freigabe, Prozesse, Review, denke ich, wer Software schreibt, kennt das sicherlich auch in Firmen. Da gibt es ein wunderbares Buch Git for Teams, wo viele so Branching-Modelle erklärt werden. Und über die Merge- und Pull-Requests werden ja auch die Dokumentation gegeben, dass irgendwas, ein Änderungsvorschlag eingereicht wurde. Das Reviewen, naja, muss man dann halt bestätigen. Genauso wie wenn ich einen Stapel auf Papier bekomme, dann, wenn ich unterschreibe, dann kann auch niemand nachprüfen, habe ich das wirklich alles durchgeblättert und gelesen, aber es ist dann in meinem Verantwortungsbereich. Und naja, alle möglichen Datenformate kann ja Git entweder direkt oder da gibt es dann noch zusätzliche Sachen von Ratiofarm. Und automatisierbar ist das Ganze auch noch. Also eigentlich alles ganz gute Voraussetzungen, um auch in der Industrie mal Good Versioning Practices einzuführen. Damit beschäftige ich mich so ein bisschen. Ich überlege, was fehlt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das bisher in der Pharmazie oder pharmazeutischen Industrie bekannt ist. Ist natürlich auch ein sehr geekiges Tool und nicht alle Funktionen davon sind auch jetzt direkt eingängig. Also beispielsweise dürfte man natürlich nicht spurlos irgendwas verändern können. Mache ich bei meinen LaTeX-Dokumenten dann schon mal, aber das möchte ich halt nicht bei Ergebnisdokumenten sehen. Das ist also im GMP-Umfeld problematisch. Da gibt es sicherlich noch ein paar andere Funktionen, die man jetzt nicht so direkt übertragen könnte und vielleicht auspatchen müsste. Irgendjemand. Wie gesagt, soll kein Aufruf sein. Ich trage mich nur so ein bisschen mit den Ideen. Vielleicht habe ich bis dahin ja genug C gelernt, um das auch selber zu machen. Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Projekten und Tools, die sich auch außerhalb der ja, reinen Software-Versionskontrolle mit diesen Techniken beschäftigen. Also Bundesgit bildet Gesetzesänderungen ab als Projekt, ganz wunderbar. Dann die Webplattformen, haben wir jetzt auch relativ einfache Tools, um auch mal eine eigene Webseite zu erstellen und zu hosten und dann auch weiterzuentwickeln. Ja, Git for Teams hatte ich schon genannt, ganz tolles Buch. Und auch von meiner Heimatuni Konstanz gibt es ein paar Projekte zum Thema Forschungsdatenmanagement. Auch da ist Git auf dem Schirm, aber ist alles noch nicht so richtig integriert für die Industrieanwendung. Deswegen würde ich mal ausrufen, dass das Therapieziel ist, diese ganzen Change-Control-Prozesse, die es ja auch gibt schon in Unternehmen, wie werden die bei euch im Moment abgehandelt? Wahrscheinlich irgendwie Word-Dokumente oder vielleicht dedizierte Software, die aber bei weitem, würde ich sagen, was ich bisher gesehen habe, nicht so mächtig ist wie einfach kostenloses Git. Sowohl in Unternehmen als auch in Behörden, jetzt nochmal ein paar Nightmares, also wenn beispielsweise der Code of Federal Regulation, das ist das US-Bundesgesetz, in dem viele von diesen Good Manufacturing Practices auch festgelegt werden, geupdatet werden, dann sieht das so aus. Herzlichen Dank. Oder wenn das, das Arzneibuch in den USA aktualisiert wird, dann kann man sich so eine Excel-Liste mit den Änderungen runterladen. Super. Und damit komme ich dann zur Zusammenfassung, also GMP, GXP, Current, Automated, wie auch immer, ist eben dafür verantwortlich, die Arzneimittelqualität zu sichern und die wenigen Fälle, die, es in die, die man aus den Medien hört, sind, denke ich mal, auch Ergebnis von einem sehr strikten Prozess, der nicht hundertprozentig abdecken kann, aber doch das Allermeiste verhindert. Sowohl die Regulierer als auch die Pharmafirmen beschäftigen sich gerade sehr mit Datenintegrität, hoffentlich auch die Gerätehersteller. Und ja, Git und Co., würde ich mal sagen, sind genau das.
Ich versuche es auch dort ein bisschen bekannter zu machen. Aber möchte mich jetzt erstmal bedanken, dass ich das hier durfte. Die Slides sind und diese hoffentlich eingängige Adresse zu finden und die ganzen blauen Dingsies sind da die Links zu den Originaldokumenten. Und damit möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr zugehört habt so früh am Morgen. Und wenn ihr Fragen habt oder Diskussionen führen möchtet, gerne jetzt. Ich glaube, 10 Minuten haben wir noch. Oder später am Tag heute. Dankeschön.